Den ersten Octavia, den gab es bereits im Jahr 1959. Und seitdem ist relativ viel passiert und mittlerweile hat Skoda die vierte Generation des Octavia präsentiert und genau den dürfen wir heute fahren. Es ist einiges passiert, gerade bezogen auf die Technik beim Fahrzeug. Und was genau neu ist am neuen Octavia, welche Motoren es gibt, was sie jetzt verbrauchen, welche Assistenzsysteme neu sind und ob es neue Simply Clever Lösungen gibt, das schauen wir uns jetzt an. Im Octavia findet man jetzt neue Displays. So haben wir zum Beispiel hier ein voll digitales Cockpit bereits ab der Basis, allerdings ab der aktuellen Basis. Denn wenn das neue Einstiegsmodell kommt, dann wird es da wahrscheinlich wieder Rundinstrumente geben. Aber nichtsdestotrotz, hier im Moment ein voll digitales Cockpit, das ich komplett individualisieren kann. Das heißt, ich kann mir wirklich nur das anzeigen lassen, was ich will. Und ich kann auch noch unterschiedliche Stile wählen, sodass ich wirklich ein Cockpit vorfinde, so wie ich es mir gerade vorstelle. Das wird flankiert von der Anzeige für den Tank und der Anzeige für die Temperatur. Und dadurch wirkt das ganze Cockpit relativ groß und macht hier vorne einen sehr guten Eindruck. Dann gibt es einen weiteren Monitor und das ist hier in der Mitte das Touchscreen. Da gibt es Größen ab 8 Zoll bis hoch zu 10 Zoll. Und das Interessante hier ist, nicht nur, dass so ein 10 Zoll Touchscreen einfach sehr groß im Auto wirkt, sondern dass man dieses System komplett frei konfigurieren kann. Ich habe hier die Möglichkeiten, mir den Homescreen anzupassen. Ich habe die Möglichkeit, mir Favoriten anzulegen und sie zu verändern. Ich habe hier die Möglichkeit, die gesamte Optik des Systems so anzupassen, wie ich meine Vorlieben gerade habe. Darüber hinaus finde ich darunter eine Touch-Leiste, mit der ich zum einen die Lautstärke regeln kann, wenn ich Musik höre, mit der ich aber auch innerhalb der Karte mit zwei Fingern zoomen kann. Und damit ist das wirklich ein sehr modernes System. Wer allerdings einen Knopf sucht zum Lautstärke regeln oder zum Ein- und Ausschalten, der ist hier falsch. Das gibt es bei dem großen System nicht. Natürlich gibt es ja im Fahrzeug auch Apple CarPlay und Android Auto, damit ich meine Mobilfunkgeräte mit dem Fahrzeug koppeln kann. Und ab der Ausstandslinie Style gibt es Apple CarPlay dann sogar kabellos. Der neue Skoda Octavia, der ist jetzt 1,83 Meter breit und damit massive 15 mm breiter als der Vorgänger. Ja, ich weiß, er sieht wesentlich breiter aus. Ein Grund dafür ist der sehr breite und flache Kühlergrill. Viel wichtiger sind aber die neuen Scheinwerfer, denn die sind wesentlich flacher und wesentlich schärfer gezeichnet und bringen dem Auto einfach Breite. Übrigens wichtig, die gibt es mittlerweile immer serienmäßig in LED-Ausführung. Und wer will, der kann auch Matrix-LED-Scheinwerfer mit 22 LEDs pro Seite gegen Aufpreis dazu kaufen. Außerdem an der Front wichtig, wir haben immer noch das Skoda-Markenlogo auf der Haube. Und damit wir eben sehen, dass wir hier die Ausstandslinie Style fahren, finden wir hier unten noch eine Chromspange am vorderen Stoßfänger. Wenn ich mich hier im Octavia umschaue, muss ich sagen, dass mir das Interieur extrem gut gefällt. Ich habe hier im Auto schöne Materialien. Ich habe hier oben Softtouch, ich habe Stoffe, ich habe Teilleder. Ich finde hier so metallische Oberflächen wirklich eine schöne, sehr gelungene Kombination. Der große Monitor hier im Auto wertet das Interieur ganz klar nochmal auf. Und das Ganze wirkt einfach ja sehr, sehr hochwertig. Kunststoffe finde ich eher so in den unteren Bereichen, wie zum Beispiel hier in der Mittelkonsole oder an der Seite der Türen. Aber es ist nichts, was mich stört, weil das ist alles weit unten. Es sieht alles sehr gut aus und auch das Geräuschniveau im Auto ist absolut klasse. Also da gibt es tatsächlich überhaupt nichts zu meckern. Im neuen Octavia gibt es natürlich auch neue Simply Clever Lösungen. Hierzu gehören unter anderem der Komforteinfüllstutzen zum Nachtanken von AdBlue bei Dieselfahrzeugen oder die zwei Taschen für Smartphones an den Rückenlehnen der Vordersitze. Neu ist auch der optionale Schneebesen im passenden Ablagefach der vorderen Türen. Selbstverständlich darf der Eiskratzer im Tankdeckel ebenso wenig fehlen wie der Mülleimer in der Tür oder der Tickethalter an der Windschutzscheibe. Zu meinen Favoriten gehört klar das sogenannte Schlafpaket, das neben speziellen Kopfstützen auch passende Decken für ein erholsames Nickerchen bietet. Wer hier im Octavia sein Mobilgerät mit einem Kabel anschließen möchte, der kann das hier vorne, denn da gibt es zwei USB-C-Anschlüsse. Darüber hinaus gibt es hier oben einen USB-C-Anschluss, finde ich perfekt, zum Beispiel zum Laden von einem zusätzlichen Navigationsgerät. Und auf der Rückbank gibt es dann optional auch nochmal zwei weitere Lademöglichkeiten. Der neue Octavia Kombi, der fährt zumindest aktuell immer auf 16 Zoll Alurädern vor. Unserer jedoch in der Ausstandslinie Style hat bereits in der Basis 17 Zoll Räder mit an Bord. Wenn wir uns den Wagen insgesamt anschauen, dann wirkt er jetzt einfach deutlich gestreckter. Mich erinnert er zum Beispiel deutlich mehr an den Superb. Und der Wagen ist jetzt gar nicht so viel gewachsen. Er ist nämlich jetzt 4,69 Meter lang und das heißt nur 22 mm länger als Kombi bzw. 19 mm gewachsen als Limousine.
Wichtig noch bei unserem Fahrzeug, normalerweise hat der Kombi eine schwarze Dachreling, unserer jedoch ebenfalls wegen der Ausstandslinie Style hat hier diese eloxierte Optik. Und wenn wir uns die Linien anschauen im Auto, das sind die typischen Skoda-Linien. Wir haben hier eine richtig schöne, prägnante Schulterlinie, die das Auto einfach nochmal deutlich streckt. Und wir haben hier unten auch nochmal so leicht rausgestellte Schweller, die dem Auto an der Seite noch einmal richtig Kraft geben. Wie ich finde, für ein Kombi eine richtig schöne, gestreckte und dennoch sportliche Form. Was mir wirklich gut gefällt, ist das neue Lenkrad hier im Fahrzeug. Dieses Zwei-Speichen-Design, das hat so was ganz Besonderes. Und darüber hinaus finden wir komplett neue Bedienelemente. Wir haben links und rechts jeweils einen Dreh-Drückschalter und drumherum sind noch zusätzliche Taster montiert. Und so kann ich mit der linken Seite zum Beispiel die Sprachsteuerung aktivieren, die Lenkradheizung aktivieren oder aber auch den Audiobereich steuern. Und mit der rechten Seite kann ich zum Beispiel die Assistenten konfigurieren und bedienen. Ich kann darüber hinaus meine Cockpit-Ansicht verändern und auch die Inhalte meines Cockpits komplett steuern. Ich glaube, insgesamt bieten diese Tasten 14 Funktionen. Wichtig ist mir aber, dass dieses neue digitale Cockpit zusammen mit diesem sehr modern wirkenden Lenkrad hinterlässt einfach einen sehr guten Eindruck. Ein weiteres echtes Highlight ist ganz klar das neue optionale Head-Up-Display, das die Informationen sehr vernünftig auf die Frontscheibe projiziert und ich habe hier die Möglichkeit sogar einzustellen, was ich sehen möchte, während ich fahre. Am Heck des Octavia Kombi fällt mir wieder einmal dieser sehr lange Dachkantenspoiler auf, der zusammen mit der recht flachen Heckscheibe einfach dafür sorgt, dass das Auto deutlich gestreckter von der Seite daherkommt. Außerdem wichtig, die neuen Skoda-Modelle, die haben am Heck kein Logo mehr, sondern den Skoda-Schriftzug. Bei uns in Deutschland kann man den aber, wenn man es möchte, einfach abbestellen. Dann hat man hier eine sehr klare und cleane Fläche. Die wichtigste Neuerung allerdings, denke ich, sind ganz klar die Rückleuchten, denn die sind jetzt immer in LED-Ausführung mit an Bord. Und wer mehr möchte, der kann sie in der sogenannten Kristalloptik bestellen. Und dann haben sie ebenfalls auch schon den dynamischen Blinker. Die Basisausstattung des Octavias, die ist wirklich sehr ordentlich. Ich finde hier zum Beispiel im Auto bereits in der Basis ein Lederlenkrad. Ich finde eine Klimaanlage mit dem Auto und ich finde unter anderem auch zum Beispiel das digitale Autoradio. Darüber hinaus gibt es aber richtig viele Dinge, die ich dazu bestellen kann. Sehr viele davon in Paketen. Und einfach mal, um eine Idee zu kriegen, was es so alles gibt, hier mal die Liste der Basisausstattung und die Liste der möglichen Optionen. Wenn wir über das Thema Ablagen hier im Auto sprechen, dann finden wir im Octavia vorne in den Türen 1,5 Liter große Halter für Flaschen und natürlich dahinter noch weiteren Platz. Das gilt für vorne, hinten sind standardmäßig 0,5 Liter Flaschen unterzubringen. Ein weiteres Fach finde ich hier unten links neben dem Lenkrad, nicht sehr groß, aber genug für ein Portemonnaie. Dann haben wir in der Mittelkonsole vorne ein großes Fach, wo wir auch das induktive Laden finden. Dann haben wir die Schaltkulisse in der Mitte und dahinter gibt es zwei Becherhalter. Und dahinter die Mittelarmlehne, die verstellbar ist in der Höhe und nach vorne nach hinten. Und darunter gibt es nochmal ein schönes separates Fach. Ein weiterer echter Hingucker hier im Innenraum, das sind diese beiden Luftausströmer hier in der Mittelkonsole, über denen ich übrigens nochmal Direktwahltasten finde. Die Motorenpalette des Octavia startet mit einem kleineren Programm, wird dann aber sukzessive erweitert. Es wird später geben einen Diesel mit entweder 115 oder aber 150 PS und eventuell sogar nochmal eine RS-Variante, die vielleicht dann sogar die 200 PS-Marke knackt. Darüber hinaus gibt es Benzinmotoren fürs Fahrzeug, die leisten zwischen 110 bis rauf zu 190 PS. Wichtig dabei ist der 110 PS Benziner, denn das ist ein 1 Liter Dreizylinder. Und dann gibt es fürs Fahrzeug außerdem noch einen 130 PS Erdgasantrieb, ein reines CNG-Fahrzeug. Und es sollen ebenfalls Plug-in-Hybride kommen, und zwar zwei Ausbaustufen, einmal etwas kleinerer und dann die Top-Version hinterher, nämlich fürs RS-Modell. Und die liefert dann eine Systemleistung von bis zu 245 PS. Außerdem gibt es den Octavia natürlich immer mit Frontantrieb, häufig als Schalter, aber selbstverständlich gibt es fürs Fahrzeug je nach Ausstattung und Motor auch ein DSG-Getriebe oder sogar Allrad. Mein Testwagen hat den 2 Liter Dieselmotor an Bord und zwar den 110 kW bzw. 150 PS starken Motor. Der liefert maximal 360 Newtonmeter und ist hier gekoppelt mit einem siebenstufigen Doppelkupplungsgetriebe. Dieser Antriebsstrang, der ist, wie ich finde, perfekt fürs Auto. Der ist auf der einen Seite sehr sparsam, auf der anderen Seite kann man ihn aber trotzdem nutzen, um ein bisschen agiler und ein bisschen sportlicher unterwegs zu sein. Für mich die ideale Besetzung für dieses Auto.
Der neue Skoda Octavia Kombi, der bietet jetzt 640 Liter maximales Ladevolumen, zumindest mit aufgestellter Rückbank. Bei der Limousine sind es übrigens 600 Liter und beim Kombi hier sind es nebenbei bemerkt 30 Liter mehr als beim Vorgänger. Klappe ich die Rückbank um, dann wächst das Ganze an auf 1700 Liter, also mehr als genug Raum. Das sind allerdings 30 Liter weniger als beim Vorgänger. Neu ist, dass es jetzt hier so ein Ladesystem gibt. Das heißt, ich kann den Kofferraum so ein bisschen unterteilen. Finde ich eine sehr praktische Lösung. Und außerdem habe ich hier den variablen Ladeboden im Fahrzeug. Der ist, meine ich, optional. Das heißt, ich kann entweder eine ebene Fläche haben oder aber das maximale Volumen nutzen. Wer mit dem Octavia einen Anhänger ziehen möchte, dem sei gesagt, mit unserer Motorisierung gibt es hier beim Fahrzeug eine maximale Anhängerlast von 1600 Kilogramm. 640 bis 1700 Liter Kofferraumvolumen hört sich zunächst nicht besonders viel an. Schaut man sich jedoch im Segment um, stellt man fest, dass zum Beispiel ein Opel Astra Sports Tourer 540 bis 1630 Liter und ein Ford Focus Turnier 608 bis 1653 Liter bietet. Selbst ein deutlich höher angesiedelter 5er BMW Touring stellt maximal 570 bis 1700 Liter Laderaum zur Verfügung. Was hier beim Octavia sehr positiv auffällt, ist, wie schön satt er auf der Straße liegt. Der gleitet einfach sehr schön ruhig dahin. Ich kann es aber, wenn ich möchte, auch ein bisschen sportlicher angehen lassen. Und dafür wähle ich zum Beispiel aus den unterschiedlichen Fahrmodi den Sportmodus. Dann wird das ganze Auto ein bisschen knackiger, ein bisschen crisper, ein bisschen agiler. Dann macht es richtig Spaß. Ich kann aber auch in die andere Richtung der Skala gehen und einfach sagen, ich schalte um auf Eco und bin besonders sparsam unterwegs. Der Octavia, der bietet bereits in der Basis schon die wichtigsten Assistenz- und Sicherheitssysteme. Dazu gehört unter anderem eine City-Notbremsfunktion, ein Spurhalteassistent oder aber auch ein Tempomat. Selbstverständlich gibt es darüber hinaus noch deutlich mehr zu konfigurieren. Und um mal einen Überblick zu verschaffen, hier einmal die Liste der Basisausstattung, wenn es um die Assistenten geht, und dann nochmal die Liste der möglichen Dinge, die man dazu kaufen kann. Unser Testwagen, der ist angegeben mit 3,7 Liter auf 100 Kilometer im Durchschnitt. Das habe ich von Anfang an für so ein bisschen einen Wunschwert gehalten. Aber ehrlich gesagt, nach unserer Testfahrt, wir haben hier einen Durchschnitt erreicht, der nicht an der 6-Liter-Marke kratzt, sondern wir liegen stets so um die 5,5 Liter. Und das finde ich für einen 150 PS Kombi in der Größe sehr ordentlich. Das Platzangebot im Octavia hier vorne ist wirklich sehr gut. Auch ich mit meinen fast 2 Metern sitze optimal im Auto. Ich habe eine wirklich richtig gute Sitzposition und habe vor allen Dingen auch sehr gute Sitze mit an Bord. Denn die hier, die bieten nicht nur richtig viel Komfort, die bieten vor allen Dingen auch ordentlich Seitenhalt. Wie es hinter mir ausschaut, das gucken wir uns bei einem separaten Stopp an. Ich bin mal gespannt, wie viel Platz der neue Octavia da bietet. So, der versprochene Zwischenstopp. Mein Sitz ist nicht verstellt. Jetzt schauen wir mal, ob ich hinter mir sitzen kann. Eigentlich hat Skoda immer hinten viel Platz. Also vor den Knien habe ich eine Handbreit. Aber Kopffreiheit habe ich eigentlich keine mehr. Hier ist allerdings das große Glasdach drin. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie es ist, wenn das nicht drin ist. Aber so ist es für richtig große Menschen wie mich hinten nicht toll. Es würde gehen, perfekt ist aber leider anders. Was neu ist beim Octavia, zumindest wenn man das Automatikgetriebe an Bord hat, das ist die Möglichkeit, die Gänge zu wählen. Denn es gibt eben keinen klassischen Wählhebel mehr, sondern wir haben jetzt ein sogenanntes Shift-by-Wire-System an Bord. Das heißt, ich habe hier mehr oder weniger einen kleinen Joystick, mit dem ich meinen Fahrmodus wähle. Ich denke, es ist eine Sache, an die man sich gewöhnt, aber Platz sparen tut es auf jeden Fall. Um den Innenraum noch ein bisschen mehr den eigenen Wünschen anzupassen, gibt es hier auch noch die Möglichkeit, mit der Ambient-Beleuchtung zu spielen, denn die bietet 30 unterschiedliche Farben. Der Einstiegspreis des etwas später bestellbaren Octavia Kombi Basismodells Active mit dem 110 PS 1 Liter Dreizylinder Benziner wird 22.290 Euro betragen. Einen gleich starken Opel Astra Sports Tourer mit einem 1,2 Liter Motor gibt es ab 21.190 Euro. Der Ford Focus Turnier kostet ab 22.200 Euro und wird von einem 1 Liter EcoBoost Motor mit 100 PS angetrieben. Insgesamt muss ich sagen, dass der Octavia sich sehr angenehm fährt, bietet einem immer das Gefühl, entspannt unterwegs zu sein. Das war meine Probefahrt im neuen Skoda Octavia Kombi. Und was mir neben dem neuen, frischen Äußeren sehr gut gefällt, ist auch das Innere. Denn der Wagen bietet jetzt alle modernen Assistenz- und Sicherheitssysteme, die man sich nur so wünschen kann. Und natürlich ist alles so modern, dass man sich an manche Sachen gewöhnen muss. Aber der Wagen ist um Längen sicherer und um Längen komfortabler geworden. Nicht 100% überzeugt hat mich der Platz auf der Rückbank. Dafür aber der neue Sitz vorne, denn der ist extrem komfortabel
und bietet richtig viel Seitenhalt. Ebenfalls einen riesengroßen Daumen hoch gibt es von meiner Seite für den Verbrauch, denn unser 2 Liter 150 PS Diesel, der hat nur zwischen 5 und 6 Liter gebraucht und das sieht man bei so einem großen Auto doch eher selten. Und ich finde, insgesamt hat er bewiesen, dass der Octavia hier definitiv die nächste Generation ist.